Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Der Kanal, der dich aus deiner Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute wird es wieder kurz und schmerzlos. Wir sprechen über die Frage, wie kreiert man einen Safe Space? Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und ich melde mich heute mit einer Frage, die mir tatsächlich sehr oft gestellt wird und ich möchte jetzt öfter mal darauf eingehen, auf Fragen, die mir so gestellt werden. Und da ich ja des Öfteren mal über so Begriffe wie Safe Space oder Subspace oder diese Bubble rede, die da irgendwie entsteht im besten Fall, wenn man miteinander spielt, deswegen möchte ich da heute mal genauer drauf eingehen, weil... Das ist ja irgendwie so ein bisschen auch mit mein Lieblingsthema, weil das halt sozusagen, ich will nicht sagen, dass das das Ziel einer Session ist oder einer Begegnung, sondern dass es halt das Schönste einfach ist, wenn das entstehen kann. So, und jetzt wird sich wahrscheinlich der eine oder andere fragen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Subspace und Safe Space und Bubble und wovon redet die Nika denn da eigentlich? Da möchte ich euch gerade mal ein bisschen abholen. Und zwar grundlegend ist, glaube ich, der Begriff Subspace eher so... Also der wird öfter genutzt. Ich persönlich finde Safe Space aber besser, weil Subspace, wie der Begriff schon sagt, das ist aus meiner Sicht zwar total toll und eigentlich ja auch das Ziel von einer Session, wenn es so um Dominanz, Submission geht, dass der Sub in seinen Space kommt, sozusagen Zeit und Raum verliert. Aber ich finde trotzdem auch, dass der Begriff Safe Space irgendwie so beide Parteien so einnimmt sozusagen oder im wahrsten Sinne. Das ist so, weil auch der dominante Part, auch wenn er so der aktive Part ist, ist er ja auch oder sie ein wichtiger Teil dafür, dass das überhaupt oder dazu, dass das überhaupt funktionieren kann, ne? Da zusammen sozusagen zu verschwinden. Deswegen habe ich mich auf den Begriff Safe Space spezialisiert und nutze den lieber, weil so für mich persönlich da beide Teile irgendwie so mehr inbegriffen sind. Aber ne, wie das immer so ist, jeder Mensch darf machen, wie er möchte. Von daher lade ich euch da ein, einfach mal zu gucken und euch für euch da so den Begriff zu finden. Wenn man jetzt mal so ein bisschen raus aus der BDSM-Szene zoomt, dann kommt einem auch schon mal schnell der Begriff Flow-Moment. Ne, der Moment, wo man halt wirklich irgendwie so einfach so komplett eins mit sich selber ist. Also man kann für sich selber auch einen sogenannten Safe Space errichten. Der ein oder andere Mensch wird es schon irgendwie mal gehabt haben, dass man halt einfach irgendwie so einfach nur präsent ist. Ne? Also man ist irgendwie einfach da und es ist alles in Ordnung und ist irgendwie so, man ist voll in seiner Energie drin und man kreiert daraus etwas. Ne? Also ich persönlich finde das ja dann auch wieder, ich rede viel über Energien, ne? Und jeder Mensch hat männlich, weiblich in sich. Und wenn man in diesem Flow-Moment ist, dann ist man auch irgendwie so in sich gebundelt mit beiden Energien. Also man ist sehr produktiv. Und ist sehr entscheidungsfreudig und macht im besten Fall vieles für sich, ist aber aus, das macht man aber aus einer gewissen Ruhe und Annahme heraus. Also für die Menschen, die so ein bisschen spirituell veranlagt sind, die werden jetzt wissen, was ich meine. Für die, die da eher so ein bisschen rationaler unterwegs sind. Es ist halt einfach, man ist cool mit sich, man fühlt sich gut, man fühlt sich irgendwie mit sich im Reinen. Und wenn man dann daraus heraus einen Safe Space für zwei Leute natürlich generieren kann, dann ist das natürlich umso schöner. Deswegen wird der aktive Part da immer schneller so mit in die Verantwortung genommen, weil es ist ja so im Spiel, gerade im Spiel der Submission und Dominanz, ne, dass der dominante Part die Führung übernimmt und den submissiven Part dazu bringt, also bringen, ne? Nicht zwingen, sondern er bietet sich an, das zu tun. Jetzt wird der ein oder andere wieder sagen, ja warte mal, aber der submissive Part bietet sich doch an. Aber das ist ja wie bei allen Begriffen in diesem Bereich, ist das ja immer ein Zusammenspiel von beiden. Ne? Also der submissive Part bietet sich an im Sinne von, ich gebe mich dir hin, ich vertraue dir, ich gebe mein Dasein, meine Präsenz jetzt in deine Hände. Und der aktive Part, der dominante Part, ist im besten Fall dankbar und nimmt das an und sagt, holt den submissiven Part ab und sagt, okay, ich danke dir dafür, dass du mir dieses Vertrauen jetzt schenkst. Ich gehe da mit großem Respekt dran und ich führe dich jetzt durch diese Sache durch, was auch immer man da machen möchte. Ich nehme immer gerne Beispiele von Pärchen, wenn die bei mir sind, weil da kann ich das anhand derer kann ich das natürlich am besten so erklären, was denn da so passiert.
Und ich hatte mal ein Pärchen hier, bei denen war das auch so unfassbar, also wie ich dabei sein durfte. Also ne, hier auf dieser Fläche passiert ja so vieles. Und auch wenn ich dann, also meistens ist es ja so bei den meisten Pärchen, dass ich das einmal sozusagen vormache. Und denen zeige, so wie es denn gehen könnte als aktiver Part. Also egal, ob jetzt der weibliche Part oder der männliche Part oder egal, wer jetzt gerade der aktive Part ist, das übernehme ich dann meistens und mache es einmal vor. Ne? Natürlich im Zusammenspiel mit dem submissiven Part und dann mache ich das einmal vor und dann setze ich mich meistens hier hin und gucke mir das an, was da so passiert. Weil so eine Lehrstunde ist ja immer ganz schön, aber am Ende ist es ja umso schöner, wenn man dann wirklich trotz, dass ich noch da bin, so in diesem Safe Space verschwindet und ich sehe das dann und denke mir so, mein Gott, ist das toll, dass ich jetzt hier gerade so Teil davon sein darf und dass ich das sogar mitbekomme. Also auch da wieder Energien. Ich sag's euch, das ist unfassbar, was hier teilweise passiert. Da vergesse sogar ich Zeit und Raum und denke mir dann so, ach Wahnsinn, was hier gerade so passiert und wie die beiden Parts dann auch miteinander verschwimmen und verschwinden in etwas, was gar nicht irgendwie greifbar ist. Und das ist nämlich das Schöne daran. Sinnbildlich zu sehen ist es ja so, für mich ist der Safe Space der Moment, wo die Sprache aufhört, ne? Also man ist quasi, man hört noch etwas, aber man ist eigentlich so, das Verbalisierende hört auf, weil man halt in dieser Bubble ist. Wo einfach irgendwie alles gerade einfach so ist, wie es ist. Beide sind präsent und die Außenwelt, die, ne, wie so eine Membran, die um jemanden rum ist. Ne? Genau, eine Membran ist auch ein schönes Bild, ne? Dass da gerade so nichts reinkommt in diesen Bereich, wo die beiden Parteien da gerade so sind. Total schön. Also ich muss wirklich sagen, ich feiere das immer, wenn Pärchen das zusammen hinkriege und sage aber bewusst auch immer, und das ist mir wichtig, dass ich das jetzt auch sagen kann. Selbst wenn man in einer Beziehung ist, gibt es immer ein Ich, ein Du und ein Wir. Und viele Pärchen, das beobachte ich, oder viele Beziehungen sind mittlerweile so, dass man eher so nebeneinander herläuft und dass man irgendwie nur noch dieses Wir lebt oder eben nur noch das Du oder nur noch das Ich. Also beziehungsweise ist jeder eher in diesem Ich-Ding drin und ab und zu begegnet man sich mal, aber eigentlich läuft man immer so aneinander oder nebeneinander her, aneinander vorbei, wie man auch immer das sehen möchte. Ich arbeite immer gerne mit Bildern. Der ein oder andere wird es schon gemerkt haben. Und wenn man sich wirklich so eine Spur vorstellt, dann begegnet man sich manchmal, aber eigentlich läuft man irgendwie so nebeneinander her und schaut sich nicht an. Und in einer für mich gesunden Beziehung, in welcher Form auch immer, sei es eine Liebesbeziehung oder eine Spielbeziehung oder eine Freundschaft oder wie auch immer, eine zwischenmenschliche Beziehung finde ich immer schön, wenn man das Bild nochmal aufgreifen möchte, dass man so nebeneinander herläuft, sich dann aber dabei anschaut und trotzdem immer mal wieder in die Innenschau geht. Also immer mal wieder sich abzukoppeln so ein bisschen und zu sagen, hey, ich möchte aber jetzt auch für mich mal etwas tun. Ne? Da sind wir dann bei den Menschen, die ich begleiten darf im Rahmen eines Mentorings oder eines Coachings. Ne, da ist das auch wirklich immer ganz, ganz schön zu bemerken, dass selbst wenn diese Menschen in einer Beziehung sind, dass die auch mit der Zeit wirklich sagen, hey, ich habe auch Me-Time, ne? Und ich sorge auch bewusst dafür, dass ich mal wirklich was für mich tue, weil ne, diese Pärchen, die nur noch sozusagen aneinander pappen, das kann funktionieren, um Gottes Willen, auch da darf jeder machen, wie er möchte. Aber aus meiner Sicht ist es gesünder, wenn man immer so erstmal auf sich schaut, ne? Nicht im Ego, sondern wie beim Flugzeug, ne, erstmal die Maske, die Atemmaske, also sich selber aufsetzen, erst dann kann man allen anderen helfen. Und auch das finde ich immer ein schönes Bild, dass man, wenn man mit sich selbst sich beschäftigt, dann kann man halt auch mit einer viel größeren Bubble, die eigene Bubble, die eigene Membran, da kann man viel besser miteinander oder rausgehen in die Welt und dann jemanden begegnen und dann mal sagen, hey, möchtest du mal reinkommen oder ne, darf ich mal bei dir rein? Das ist immer so ganz schön. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen erklären, was mit Safe Space oder Subspace gemeint ist. Subspace natürlich, ne, wenn der aktive Part es schafft und das hat nichts mit Erreichen zu tun, sondern eher so ein rein Geleiten, dass derjenige oder diejenige das schafft, dass der submissive Part halt in seinem Subspace ist und der aktive Part aber immer noch so ein bisschen die Kontrolle hat, im Sinne von, dass er, ne, gerade wenn es irgendwie um Edge Play geht oder so, also so Tunnelspiele oder so. Wo einfach so ein bisschen noch so der Kopf, der Verstand mit bei sein muss, dass der dominante Part das dann so ein bisschen überblickt und denjenigen oder diejenige dann da auch wieder vernünftig rausführt. Ne? Also im gemeinsamen Safe Space ist es immer schön, da gemeinsam wieder so auf einmal so aufzuwachen, im wahrsten Sinne. Und wenn es um Subspace geht, also wenn nur ein Part da so verschwindet, dass der aktive Part dann auch dafür sorgt, dass derjenige oder diejenige vernünftig abgeholt wird und nicht so aufgerüttelt wird, so fertig, aber
ne, muss man eigentlich nicht sagen, aber ich möchte, dass man das, dass ihr das am besten, im besten Fall halt wirklich so ganz smooth macht, ganz flowig, so miteinander flowen. Das ist immer so ein schöner Begriff dazu. So, und jetzt ist es ja so, es ist ja, ich habe schon ganz oft die Frage gestellt bekommen, hey, wie ist das eigentlich? Wir würden gerne so einen Safe Space kreieren, aber wir wissen ja gar nicht, wie das jetzt geht. Und da habe ich mir so überlegt, eigentlich geht es ja oder wäre eine schöne spielerische Art und Weise, wäre da, wenn man mit Aufgaben arbeitet. Ne? Wenn viele fragen mich, ja, ich weiß, ich habe keine Ideen, wie ich das jetzt machen soll, weil eine Session, ich rede ja viel von Sessions, ne? Und wenn Pärchen hier sind, geht es ja um wirklich 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stunden. Aber viele Pärchen wollen ja diesen Safe Space ja immer auch in ihren Alltag integrieren, ne? Und wollen mal einfach so immer so. Ich hab ja letztens noch eine E-Mail vorgelesen, da hat das Pärchen auch so schön gesagt, wir schaffen das im Alltag so schön, dass wir einfach so in unserer Bubble sind und ab und zu grinsen wir uns beide an, wenn irgendwie eine Alltagssituation gerade so schön ist, wo nur wir beide wissen, was jetzt gerade Sache ist. Und die bearbeiten halt auch so schön mit Aufgaben, ne? Und mit Strafen, mit Belohnungen, alles so schöne, subtile Sachen, die einfach nur so für sich jetzt passieren, die aber jetzt nicht geschlossen in einer Session innerhalb einer Stunde passieren müssen. So, und deswegen habe ich mir überlegt, weil auch oft diese Fragen kommen, so konkret Beispiele, ne? Was machst du denn so? Was verteilst du denn für Aufgaben? Was sind denn auch Aufgaben, die irgendwie alltagstauglich sind? Oder wie kann ich denn meinen Subby mal bestrafen oder auch belohnen, wenn er oder sie was gut gemacht hat? Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache ein Spiel daraus. Im wahrsten Sinne ein Spiel, was auch Safe Space heißt. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, hier sind die ersten Ergebnisse. Ich habe mir nämlich überlegt, ich mache ein Kartenspiel, das daraus besteht aus Strafen, aus Belohnungen und also Belohnungen, Strafen und Aufgaben. Voll schön. Also ich bin da wirklich stolz drauf. Auch vielen lieben Dank nochmal an mein Helferchen, der hat mir da tatkräftig bei geholfen. Da werdet ihr 30 Aufgaben, 30 Strafen und 30 Belohnungen finden. Und das ist jetzt gerade so in sozusagen so ein Pilotprojekt. Wir verlinken jetzt gerne mal den Ort des Geschehens, denn wir sind da jetzt gerade in der Finanzierungsphase und ich würde gerne mal wissen, wie hoch das Interesse daran ist. Also wenn ihr Lust habt, das mit zu finanzieren, klickt gerne auf den Link unter dem Video, weil alle, die das mitfinanzieren im ersten Schritt, die kriegen natürlich auch noch so ein kleines persönliches Goodie von mir. Also schaut gerne mal, ob das was für euch wäre. Denn dieses Kartenspiel ist wirklich so alltagstauglich und auch super für Anfänger geeignet. Einfach, ne, dass der submissive Part eine Aufgabe bekommt, ne, oder halt ja doch eine Aufgabe bekommt und dann kann man mal gucken, was so passiert, wenn das dann nicht richtig ist oder wenn das nicht zur Zufriedenheit ist. Aber alles mit so einem Zwinkerauge, weil viele haben, glaube ich, Angst davor, in diese Welt einzutauchen, weil das ja immer noch nach wie vor so behaftet ist und oft irgendwie, ja, das ist irgendwie mit psychischen Problemen belastet und da geht es ja nur um Schläge und das ist mir alles viel zu, da ist so viel Druck hinter. Druck, Angst, Scham, das sind so diese Sachen, die viele Menschen davon abhalten. Deswegen lade ich euch ein, im wahrsten Sinne das mal spielerisch anzugehen und wenn ihr daran Interesse habt, wie gesagt, guckt euch gerne das mal an, da ist das auch noch genauer beschrieben, was das so beinhaltet. Aus meiner Sicht sind das so die Aufgaben und die Strafen und die Belohnungen, die ich, also erstmal nutze ich sie für meine Spezies und ich möchte sie halt auch gerne weitergeben, damit halt jeder wirklich mal so einen spielerischen Einstieg darin hat, wie es denn sein kann, wenn man Submission und Dominanz zusammenbringt und das aber nicht innerhalb einer Session, sondern wirklich im Alltag einfach mal so einbaut. Das sind wirklich Aufgaben, die alltagstauglich sind, die sind sogar tauglich für die Arbeit, die sind mal so. Und also schaut euch das gerne mal in Ruhe an und ich bin mal echt gespannt, ob das euch hilfreich ist, da so einen spielerischen Einstieg darin zu bekommen, wie schön das sein kann, wenn man BDSM in den Alltag einbaut. Also kreiert euren eigenen, ganz eigenen Safe Space mit diesem Kartenspiel oder halt mit den Worten, die ich euch gerade mitgegeben habe, mit den Erklärungen und ich wünsche euch ganz viel Spaß, falls ihr euch für das Spiel entscheidet. Da ist auch alles beschrieben, wie das dann jetzt weitergehen würde, wenn ihr das mitfinanzieren würdet. Und ja, ich bin gespannt. Kommentiert gerne mal, ob das so eine gute Idee war. Ich bin echt gespannt, wie das so ist. Dieses Spiel ist geeignet für einen Monat, also 30 Aufgaben, 30 Strafen, 30 Belohnungen. Also ganz, ganz viel, was ihr auf das Spielfeld bringen könnt. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als lasst die Spiele beginnen.
Kreiert euren eigenen Safe Space. Das ist eine wunderbare Möglichkeit für euch selber zu schauen, was das mit euch macht, um dann das weiterzugeben für euren Spielpartner, für euren Liebespartner, für was auch immer ihr für Konstellationen habt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bin gespannt, was da für Feedbacks kommen, wie ihr eure Safe Spaces kreiert. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren und schön brav die Glocke aktivieren. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Hau rein!